Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir befinden uns immer noch im stinkenden, modrigen Schattenfen. Und wir haben eine neue Aufgabe. Und zwar, schau mal eben, der Typ muss sich irgendwo da hinten befinden. Oder die Dame, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Also eine Dame ist es nicht, es ist eine Kriegerin, wenn... Vizekanonikerin Heita Mehn hat uns gebeten, den südlichen Zugang zu bewachen. Das Dominion will unbedingt nach Loria Sel, egal zu welchem Preis. Die Vizekanonikerin wollte selbst herausfinden, warum. Was ist geschehen? Das Kontingent von Vizekanonikerin Heita Mehn ist abmarschiert, um herauszufinden, was das Dominion in Loria Sel will. Unlängst sind Lamien aus den Ruinen hervorgebrochen. Wie kann ich der Heldin von Tänenmauer Wolk helfen? Hallo? Sind das zwei Gesichter? Auf jeden Fall sind das zwei Synchronsprecher. Ich weiß, was das Dominion mit dem nämischen Ei vorhat. Dann müsst ihr sofort Vizekanonikerin Heita Mehn informieren. Sie ist zu den Ruinen hinaufgegangen, um den Nachgang einer Schlacht zwischen dem Dominion und Lamien auszuspähen. Geht schnell und leise. Ich werde Vizekanonikerin Heita Mehn finden. In die Richtung. So, ich bin nur gerade am gucken. Hier unten ist noch irgendwo da. Da ist noch ein Wegschrein, den würde ich mich gerne kurz freischalten. Ja, ich weiß, das geht wieder nicht ohne, dass ich runterspringen muss. So, dann schauen wir mal. Schnell und leise, kein Problem. Nur das mit dem nicht gesehen werden. Das kann ich leider nicht versprechen. Gut, so besonders leise bin ich jetzt auch nicht, zugegebenermaßen. Ah, da. Das Dominion hat die Lamien aufgescheucht, die in Loria Sel gebrütet haben. Sprecht leise. Sie sollen wohl Geräuschen gegenüber sehr empfindlich sein. Ihr wart der einzige Sonnenstrahl für Tänenmauer Wolk. Kommt und erhellt meinen Tag. Ich kenne Ruvitas Pläne für das nemenische Ei. Ich würde ja breiter als ein Schlachterfisch über euren Erfolg lachen. Aber ich schätze, Ruvita möchte das menemnische Ei für einen unaussprechlichen Schrecken verwenden. Also gut, fahrt fort. Sprecht es aus. Ich möchte die Verbindung zwischen er möchte die Verbindung zwischen dem Hist und den Argonian kappen. Das ist alles? Dann müssen wir ihn aufhalten. Und das schnell. Durchsuch die Überreste dieses Lagers nach Hinweisen über den Verbleib von Ruvita. Ich versammle die Soldaten und bereite einen Angriff auf die Ruinen vor. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Seid geschwind. Jeden Augenblick könnten weitere Lamien aus den Ruinen strömen. Okay. Also, ich sehe hier einen verdächtigen Runenstein, den muss ich erstmal kurz untersuchen. Dann haben wir hier noch ein paar Fässer. Da kann ich jetzt leider keine Hinweise drin finden. Na komm. Ruvitas Tagebuch. Memorandum zur nemenischen Akquirierung. Erste Versuche resultierten in einer Formel zur Duplizierung des nemenischen Phänomens. Bisher konnten wir die Vorgänge, die ein Baumhirte nutzt, noch nicht replizieren, aber unsere Lösung ist sowohl elegant als auch gründlich. Der Hisssaft hat sich als unbezahlbares Nebenprodukt erwiesen. Ich habe vor, zahlreiche Exemplare in den Kristallturm zurückzubringen, um weitere mögliche Verwendungszwecke zu erforschen. Die meisten argonischen Subjekte sind wenig kooperativ, aber wir hatten Erfolge damit, die Extraktion der Hist als grobes und sie kontrollierendes Mittel zu verwenden. Dies verlangt nach umfassenden Nachforschungen, die ich persönlich leiten werde. Alchemist Ruvita. Die Handgelenke dieses toten Argonias weisen frische Wunden auf, die von Fesseln verursacht wurden. Eine klebrige Flüssigkeit breitet sich unter seiner Leiche aus. Könnte Blut sein? Oder halt eben der Hist. Die klebrige Substanz sieht wie eine Mischung aus Baumsaft und Blut aus. Sie quillt langsam aus der tödlichen Wunde aus seiner Brust hervor. Sein Körper ist lauwarm.
auf die Innenseiten seines Hemdkragens und die Worte Subjekt 17 eingekritzelt. So, der Preis für die Freiheit. Ich denke mal nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat. Jetzt küsst mich. Nee, ich denke nicht, dass das mit irgendwelchen Dominion-Plänen zu tun hat. Anfrage abgelehnt. Soldat Katzdi. Hier drüben. Euer Versetzungsantrag wurde abgelehnt. Ihr seid Alchemist Runvita unterstellt und werdet seine Befehle untertänigst befolgen. Ansonsten drohen euch Ächtung und harte Strafe. Mir ist klar, dass ihr bei euren Fahneneid keine Strafexpeditionen im Sinn hattet. Aber ein Soldat kann sich seine Befehle nicht aussuchen. Die zugegeben unkonventionellen Methoden von Alchemist Runvita werden zu einer schnellen und schmerzlosen Unterwerfung des Pakts führen, sodass wir unsere Streitkräfte anderweitig einsetzen interessante können. Leute. Vergisst nie, dass Cyrodiil unser großes Ziel ist. Und Katzdi unter uns, eure Klappe ist größer als der Eldenbaum. Wenn er dahinter kommt, dass diese Spitzname Brutal Vita von euch stammt, könnt ihr die volle Palette seiner Experimente am eigenen Leib erfahren. Ja, wer hat mich denn jetzt hier angeflüstert? Moment, da hinten ist was. Habt ihr Vizekanonikerin Haitamen gesehen? Unsere Späher haben die Hauptstreitmacht des Dominions entdeckt. Wo ist das Dominion? Das Dominion hat sich in die Ruinen zurückgezogen, nachdem die Lamien über sie hergefallen sind. Wenn wir zuschlagen, solange sie noch ihre Wunden lecken, können wir es ihnen für Tenmauerwolk heimzahlen. Vizekanonikerin Haitamen sammelt Soldaten, um die Ruine anzugreifen. Danach müssen wir herausfinden, wo das Krokodil sich zur Ruhe legt, damit wir es mit einem Schlag zur Strecke bringen können. Ich sollte nicht darum bitten, aber nach Tenmauerwolk kann ich nicht anders. Wenn wir Ruvitars Pläne kennen würden, könnten wir diese Sache rasch beenden. Würdet ihr das Nest des Krokodils für uns suchen? Ich werde in die Ruinen gehen und nach Ruvita suchen. Das ist kein Thema. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Oben nehme ich mal an. Guten Tag. Da. Ich will die Lamien einfach nicht töten. Die sind doch meine Freunde. Im Gegensatz zu meiner Stimme. Die nicht da sein möchte. Die haben die Lamien getötet, so wie es aussieht. Also töten wir sie jetzt. Das sind nicht meine Freunde. Die sind zwar auch vom Dominion, aber das war auch die einzige. Freundliche Fremde? Ja. Katzdi fleht euch an, sie zu befreien, bevor die hungrigen Schlangenfrauen zurückkehren. Katzdi, du warst das. An dich erinnere ich mich noch. Nicht weglaufen. Hallo. Katzdi, komm. Tötet, Moment, was wie? Sie lassen Katzdi sterben. Verfluchter Brutal Vitar. Brutal Vitar hat uns ausgeschlossen. Katzdis Freunde sind alle tot. Von dreckigen Schlangenfrauen getötet. Kein Zweifel. Dieser Paktsoldat tötet jetzt auch die arme Katzdi. Der Sumpf, ich hasse ihn. Endloses Leid, arme Katzdi. Wo ist Ruvita? Fragen und keine Klingen? Ja, die gnädige Soldatin des Pakts erbarmt sich Katzdis. Ruvita brachte sein großes leuchtendes Ei hinter diese Tür und versiegelte sie. Er ist wie eine Spinne, die eine Schärpe trägt. Zeigt ihm Respekt und salutiert ihm oft. Aber Katzdi weiß es trotzdem. Er ist immer noch eine Spinne. Ruvita ist eine Spinne? Nein, ein Hochelf. Aber er hat den Sumpfechsen durch ihre besonderen Bäume Schreckliches angetan. Er vergiftet sie wie mit einem Spinnenbiss, wisst ihr? Ruvita setzt ein großes, leuchtendes Ei ein, um die Sumpfechsen zu vernichten. Hinter einer Tür, wie ein klauenloser Feigling. Das ist alles, was Katzdi weiß. Wie halte ich Ruvita auf? Versiegelte Tür öffnen,
Ruvitar zermatschen, Füße waschen. Kasdi kann beim Öffnen des Siegels helfen. Ruvitar hat so oft über die Verteidigung geprahlt, dass Kasdi sie wie ihre eigenen Schnurrhaare kennt. Warum sollte ich euch trauen? Ganz einfach. Kasdi möchte den klauenlosen Hochelfen aufhalten, der die Kinder der Sumpfechsen ermordet und Dominion-Soldaten sterben zurücklässt. Und vielleicht Elsweyr wiedersehen? Wenn Kasdi euch zeigt, wie man das Siegel von der Tür entfernt, dann zermatscht ihr Ruvitar. Abgemacht? Ihr könnt helfen, aber ich fessle euch die Hände. Geht voran, Freundin von Kasdi. Was machen wir zuerst? Ruvitar nutzt die Macht von 3 Aileiden-Kristallen, um die Tür zu versiegeln. Wenn ihr die Kristalle aktiviert, fließt ihre Kraft aus der Tür in sie zurück. Dann öffnet ihr die Tür und gebt Ruvitar was auf den Schädel. Simpel, oder? Wo sind diese Kristalle? Der erste ist in der Nähe der versiegelten Tür. Die anderen sind im selben Raum, aber hoch droben und von Klauen gehalten. Keine Angst, meine gütige Freundin. Gänge führen zu diesen Krallen hinauf, durch Horden von wütenden Toten und unzähligen Schlangendamen. Aber Kasdi ist flink. Auch wenn sie gefesselt ist? Weil ich würde sie ungern fesseln, bin ich ganz ehrlich. Die Bedrohung durch die Lamien. Wir haben Lamien beobachtet, die am Rand der Ruinen herumschleichen. Das könnte der Auftakt eines organisierten Angriffs sein. Sollten sie unsere Verteidigung durchbrechen, lassen wir die Gefangenen zurück und treffen uns am vereinbarten Sammelpunkt. Vielleicht verschaffen die armen Wichte uns genug Zeit zur Flucht. Und Deryl. Dann komm mit, kümmere dich mal um die Tür. Hallo? Ach so, Moment. Halt. Wir müssen uns selber drum kümmern. Ah, okay. Nee, Moment. Wir müssen aber nach oben, ne? Wir müssen hier unten gar nicht hin. Oh, wie war das jetzt? Moment. Wir kommen eigentlich von da aus dahin. Aber wir müssten theoretisch auch von hier unten dahin kommen. Ja, es tut mir leid, liebe Lamien, aber ihr steht mir jetzt doch ein bisschen im Weg rum. Jetzt haben wir noch die Quest. Wollt ihr mich denn veräppeln? Den können wir doch nicht hier so alleine zurücklassen. So viel Tod. Meine Schüler, meine Eigeschwister. Keiner hat die Experimente des Dominions überlebt. Jetzt fressen die Lamien ihre Leichen. Bitte helft mir, die Leichen zu bergen, damit sie zum Hist zurückkehren können. Was ist hier geschehen? Die Soldaten des Dominions haben uns wegen der Experimente dieses Alchemisten hierher gebracht. Ruvitar, so nannten sie ihn. Keiner meiner Schüler hat überlebt. Und jetzt haben die Lamien ihre Leichen geholt. Eine Schattenschuppe hat mich befreit und mir angeboten, die Leichen zu bergen. Aber sie braucht Hilfe. Ich könnte bei der Bergung der Leichen helfen. Dann arbeitet mit Arcenos zusammen. Sie hätte die Leichen schon längst, wenn die Lamienhöhle nicht so nach Tod und Verwesung stinken würde. Sie ist zwar blind, aber immer noch eine Schattenschuppe. Markiert die Leichen mit dieser Paste. Sie wird sie anhand des Geruchs aufspüren und die Leichen dann aus der Lamienhöhle hinausschaffen. Ich markiere die Leichen, damit Arcenos sie bergen kann. Ja, ich mache das zwar nur ungerne, dann nebenbei noch eine andere Aufgabe zu machen, aber gut, ich meine, erstens wird das ja nicht so lange dauern, hoffe ich mal, es sei denn, dass wir jetzt irgendwie den letzten gerade nicht finden oder sowas in der Art. Das kann natürlich auch passieren.
Mahi hat noch jemanden gefunden, der hilft? Gelobt sei Sitis. Ne? Alles gut. So, hier ist Nummer 2. Theoretischerweise müssen wir da hinten rum. Danke, dass ihr für mich gesehen habt. Ja, mache ich gerne. Wenn wir damit helfen können, dann machen wir das natürlich nebenbei. Wie gesagt, so lange dauert es auch nicht. Mahi kommt wieder zu Sinnen. Gute Arbeit, Außenstehende. Warum muss man mich eigentlich immer Außenstehende nennen? Ich habe Mahi an den Lamien vorbeigelotst. Geht und sprecht mit ihm. Ja, können wir machen. Dann müssen wir allerdings mal kurz hier rum. Kommst du denn jetzt her? So geht das aber nicht hier. Die Körper meiner Eigeschwister wurden durch die Lamienkönigin entweiht. Bis sie wieder ganz sind, kann ich sie nicht zum Hist zurückbringen. Entweiht? Akenus hat die Leichen zu mir gebracht, aber sie waren zerfleischt, zerfetzt. Was ihnen geraubt wurde, muss zurückgebracht werden. Sonst werden zornige Geister Loria Sel heimsuchen, bis die Leere uns alle holt. Die Lamienkönigin war es, da bin ich mir sicher. Fangt mir nicht von der Leere an, ich bin noch schon jeden Tag im Watteschran. Die Lamienkönigin hat die fehlenden Teile der Leichen. Ich habe gesehen, wie sie wie Trophäen zur Schau gestellt hat. Erschlagt sie! Erschlagt sie und bringt mir, was ihr findet. Akenus und ich gehen in den Vorraum zurück, wo die Leichen liegen. Ich werde dort auf euch warten. Na gut, vielleicht ist es doch nicht ganz so schnell, wie wir dachten, aber ich meine, gut, es geht jetzt hier nur noch... Was ist hier denn hier? Nur noch um einen kleinen Boss. So, da müssen wir dann sowieso wieder nach vorne. Das ist in Ordnung. Ach, jetzt stellen die sich mir schon wieder in den Weg hier. Du glaubst es nicht. Moment, von da sind wir jetzt gekommen. Ja, ist jetzt die Frage, müssen wir denn... Wir müssen doch theoretisch dann hier rein, oder? Oder laufen wir dann... Nee, wir laufen jetzt unten rum, oder? Hier irgendwo eine Treppe. Da kommen wir nicht durch. Ich guck trotzdem unseren Stahl. Weißt du, du weißt, dass ich mit einem Stab hier rumlaufe, ne? Stahl gibt's bei mir nicht. Ah ne, wir sind doch oben, so wie es aussieht. Ja, perfekt. Okay. Und den ganzen Mist müssen wir jetzt auf der anderen Seite auch nochmal machen, wenn ich das hier richtig sehe. Das sind die Treppen zum Reinkommen und da müssen wir runtergehen. Ich hoffe, ich überlebe das, wenn ich jetzt hier runterspringe. Nein, ist nicht ganz so gedacht, wie es... Achso, mit dir kann ich nur mal eben sprechen. Ja gut. Es nützt nichts. Nur wenn sie intakt sind, können die Geister der Verstorbenen Trost finden. Die Lamienkönigin hat dieses Fleisch aus den Leichen herausgerissen. Es heißt, Lamien könnten sprechen, wenn ihnen danach ist. Nach allem, was ich gesehen habe, sind sie aber kaum mehr als Tiere. Bitte bringt zurück, was von den Leichen fehlt. Ich werde ihre Geister zurück zum Hist führen. Ich werde die Leichen wieder zusammensetzen. Jetzt muss ich ja auch noch Puzzle mit den Leichen spielen, oder wie verstehe ich das jetzt hier? Na gut, ich machen wir das mal eben. Ich werde meine Geschwister im Hist wiedersehen. Ihr habt mich zurückgeführt zur Feuchtigkeit. Mögen die Hist mit euch sein. Ich werde eure Hilfe zu den Hist bringen. Hallo?
Ich höre die Hist. Bin ich frei? Ja, bist du. Es ist getan. Meine Studenten kehren zum Hist zurück. Was wird mit ihren Leichen geschehen? Sobald die Kämpfe sich beruhigen, werden Arcanus und ich sie wieder mit dem Sumpf vereinen. Ganz so, wie herabgefallenes Laub wieder zu Erde wird. Was werdet ihr jetzt tun? Ich werde nicht zulassen, dass die Verwundeten den Lamien zum Fraß vorgeworfen werden. Pakt oder Dominion, es schert mich nicht. Niemand hat so ein Schicksal verdient. Da hat er recht. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Ach, jetzt kommen die ersten Zombies auf der Seite. Okay. Wir müssen hier irgendwie hochkommen. So, da wir da nicht hochkommen. Ja, genau, hier ist eine Treppe. Sehr schön. Nein, nicht noch eine Quest. Dieses schimmernde Schwert wurde vor langer Zeit durch ein Skelett in den Boden getrieben. Ein dünner Frostreif bedeckt die Knochen nahe dem letzten Stoß des Schwerts. Dieses Schwert ist sehr alt und stammt wahrscheinlich von den Aleiden. Der Zahn der Zeit hat an dieser Klinge genagt. Es fehlen mehrere Stücke darin, was das Schwert als Waffe unbrauchbar macht. Ihr könntet es aber ohne größere Mühen aus dem Stein ziehen. Mein Schild verloren. Meine Klinge zerbrochen. Was trägt ein Ritter, der keine Ausrüstung mehr hat? Nur Verzweiflung. Nein. Irgendwie wollen wir heute nicht. Also, was heißt wollen die heute nicht? Die wollen heute schon, das ist das Problem. Hallo, wieso machst du dich unsichtbar hier? Unsichtbare Zombies kenne ich noch nicht. Achso, Berg die Splitter, das ist gut, weil wir müssen eh hier rum. Hätte ich wahrscheinlich am Anfang jetzt... Da geht's aber jetzt wieder runter. Oh. Nehmen wir erstmal ein Schild. So, findet den Schild und dann bergt die Splitter. Ja, keine Ahnung. Drei. Vielleicht haben die noch Splitter. Mein Schwert und mein Schild in den Händen eines anderen? Ein Diebstahl sondersgleichen. Die Ehre fordert Genugtuung. Im Namen meines Lehnsherrn. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Du kriegst es ja. Ein Sklave in solcher Pracht? Ohne Zweifel entwendet. Winselt anständig um Gnade und ich könnte euch schnell köpfen. Nein. Welch Wahnsinn. Ich bin meiner Waffen und Rüstung beraubt und ein Sklave wagt es, zu mir zu sprechen? Seid ihr ein Traumgeist, der vom Verzauberer entsandt wurde, um meine Entschlossenheit auf die Probe zu stellen? Wohlan, übler Wind. Machen wir uns zu meinem Lehnsherrn auf. Ich werde meine Pflicht erfüllen, trotz der Listen des Verzauberers. In Ordnung. Da muss ich rum. Hier sind auch überall Geister. Heieiei. Ihr führt die Gerätschaften meiner Untertanen mit euch. Aber Haut und Sehnen bedecken eure Knochen. Ihr seid mehr als eine umherziehende Ansammlung von Komponenten für ein Ritual. Aber was genau? Das geht dich doch nichts an. Welcher Verrat? Der Verzauberer beansprucht die Kammern meiner Lehnsherrin für sich? Wie konnte das... Bei Meridias Licht. Ich erinnere mich. Der Verzauberer hat uns befohlen, unsere Lehnsherrin zu töten. Wir haben sie gejagt. Unsere Klingen funkelten wie verblassende Walersteine und... Warum würdet ihr eure Lehnsherrin töten wollen? Obgleich der Verzauberer meine Lehnsherrin nur mit einer List besiegen konnte, bin ich dennoch an meinen Eid gebunden. Ich schulde ihm als meinem neuen Lehnsherrn Gehorsam. Ihr erweckt eine Wahrheit wieder, die schon lange tot ist. Überlasst mich meinem Elend, Sklavin.
Ihr klingt mehr wie ein Sklave als ein Ritter. Hütet eure Zunge, Niedergeburt. Glaubt nicht, dass ihr aus diesen Wänden mit dem Phylakterium entkommen könnt. Oder irgendeinem anderen Schatz des Verzauberers. Zumindest zwingt mein Eid mich dazu, euch das zu sagen. Habt ihr eurer Lehnsherrin oder dem Verzauberer einen Eid geschworen? Welch Weisheit für eine Sklavin. Mein Eid bestand darin, im Namen meines Lehnsherrn immer da Waffen und Rüstung zu tragen. Eure diebische Ader hat mich aus meiner Verirrung geführt. Mein Eid galt meiner Lehnsherrin und nicht dem Verzauberer. Diese Farce endet nun auf der Stelle. Wie könnt ihr es wagen, in meiner Gegenwart zu stehen? Zollt eurem neuen Lehnsherrn Respekt. Ihr habt mir nichts zu befehlen. Fort mit euch, übler Schwindler. Ich spüre, dass der Verzauberer verbannt wurde, aber nur für den Augenblick. Er wird zurückkehren, um schlimme Strafen zu verteilen. Ich kann das Phylakterium nicht zerstören, aber ich flehe euch an, es zu tun. Beendet die Herrschaft des Verzauberers über uns. Was wird geschehen, wenn ich es zerstöre? Wenn ich in Meridias Gunst stehe, wird der Verzauberer mit der Quelle ihrer Macht zugrunde gehen. Ihr müsst für euren Diebstahl zur Rechenschaft gezogen werden, aber ich werde Nachsicht walten lassen. Vielleicht ein Finger eurer Wahl? Sklavin. Sagt mir die Wahrheit. Wirke ich kräftig und lebendig? Die Welt erscheint mir undeutlich. Nein, ihr seid schon vor Jahren gestorben, Jahrhunderten gestorben. Dann seid ihr kein Sklave und ich bin kein Ritter mehr. Doch ich habe meinen Eid erfüllt, im Geiste wie im Fleische. Welcher Ritter kann schon auf ein solches Glück hoffen? Möge Meridia euch die Hand bei eurem Schlag gegen das Phylakterium führen. Ich werde das Phylakterium vernichten. Dieses Gefäß ist von Frost überzogen, wie das Schwert eines Ritters, das ihr zuvor gefunden habt. Winzige Risse bedecken seine gesamte Oberfläche. Ja, und damit haben wir dann auch die Quest beendet und es kommt nichts mehr, also können wir dann auch direkt weiter. Weil wir müssen ja immer noch den Schlüsselstein machen und ich habe jetzt irgendwie gerade total die Orientierung verloren. Müssen wir jetzt darum? Geradeaus geht's nicht. Also denke ich mir mal, dass wir darum müssen. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob wir von darum jetzt nicht gekommen sind. Ich denke, wir sind von darum gekommen, oder? Moment. Das war's. Seid ihr verletzt? Nee, das war's nicht. Ah, nee, das ist doch oben. Okay. Das ist schon mal gut. Dann. Können wir hier endlich mal mit unserer Quest weitermachen? Ui. Ja, so ungefähr wollte ich das eben auch. Und öffnen hier mal die Tür. Der Hule Malem sagte, dass ich euch hier drinnen finden würde. Aber sie erwähnte nicht, dass ihr einen Gefangenen vom Dominion habt. Mit ihr sprechen können wir nicht, okay. Euch habe ich erwartet, aber nicht einen von Ruvitas Soldaten. Ich vermute, sie ist eure Gefangene. Ihr habt sie verhört, ja? Katzdi hat mir geholfen, Ruvitas Verteidigung zu überwinden. Ihr werdet mir vergeben müssen, dass ich keinem der Mörder von Vizekanonika Honda danken werde, nur weil sie sich mit dem Wind wiegt. Aber die Khajiit ist eure Gefangene. Was wollt ihr mit ihr tun? Also der Satz ist wirklich heftig. Ich denke darüber nach, Milde walten zu lassen. Das kann nicht euer Ernst sein. Das Dominion hat die Haut unserer Soldaten gestohlen, einen Vizekanoniker ermordet und argonische Eier in der Stunde ihrer Geburt zerstört. Eine Enthauptung wäre schon Nachsicht. Sie hat sich ihre Freiheit verdient, indem sie uns zu Ruvita geführt hat. Ihr wollt eine dieser Kriminellen des Dominions freilassen, nachdem sie solch Schrecken nach Schattenfen gebracht haben? Ruvita möchte die Argonia als Spezies ausrotten. Ihr habt euch mein Vertrauen in Tenmauer Volk verdient. Aber das ist zu viel für meinen Magen. Katz, die hasst Ruvita. Lasst sie ihren Meister von seinem völligen Versagen berichten. Gerissen.
Sie werden Ruvitas Experimente als zügellose Verschwendung von Ressourcen betrachten und ihre Aufmerksamkeit auf etwas anderes richten. Ich eskortiere die Khajiit aus den Ruinen und treffe euch dann im Zwinger. Ruvita wird keinen weiteren Sonnenaufgang erleben. Ich mache mich sofort auf den Weg. Halt! Sollte nur einer von uns diese Ruinen verlassen, müsst ihr mir gestatten, euch im Namen aller Bewohner Schattenfans zu danken. Möge Sithis eure Schritte in der Finsternis lenken und euch von seiner Umarmung verschonen, bis ihr sie euch wünscht. In meinem Alter muss ich sentimental sein. All dieser Tod lastet auf mir wie eine zweite Schuppenhaut. Und doch liegt nur noch mehr davon vor uns. Seid ihr bereit, Ruvita zu zeigen, dass er den Pakt nicht brechen kann? Ich bin bereit. Wenn ihr die Chance habt, ihn gefangen zu nehmen, könnten wir ihn in Sturmfeste vor Gericht stellen. Er soll sich für all seine Taten verantworten. Aber ich suche mir schon mal gerne einen Pfahl aus, auf den wir seinen Kopf spießen können. Oder wie es Vizekanoniker Khondar wohl sagen würde, stechen wir dem Elfen doch in seinen Süßkringel. Ich werde Ruvita aufhalten. Redet doch nicht immer so viel drumherum, Leute, ganz ehrlich. Ich habe jetzt hier 3 Quests komplett in einen gemacht. Nein! Doch. Ich habe schon... Ihr werdet ein wunderbares Testobjekt abgeben. Das wäre erledigt, denke ich. Ne? Spießen wir noch seinen Kopf auf, oder? Findet das Ei. Ach ja, stimmt. Da war doch noch was. Das müssen wir uns auch noch eben holen. Drum, drum, drum. Ich versuche hier gerade eine Abkürzung zu finden. Da ist es. Helft ihr es zu bergen? Wo ist sie denn? Vizekanonikerin. Hallöchen, wo bist du? Hallo. Oh, endlich. Sud, was hat das Ungeheuer dem menemnischen Ei angetan? Nö, er hat sie draufgelegt, ne? Ich habe fast Angst, das menemnische Ei zu berühren. Sind wir zu spät? Was stimmt damit nicht? Hört ihr das Geräusch denn nicht? So durchdringend schrill, als ob Fleischfliegen in euren Ohren nisten? Und der Geruch wie Moos und Alithaut, die man angezündet hat. Aber wir müssen es aus diesen Ruinen entfernen, bevor das Dominion zurückkehrt. Wie können wir es bewegen? Hat euch denn Ruvita die Hände gestohlen? Ein Witz, meine Freundin. Niemand wird das menemnische Ei anrühren, bis ich sicher bin, dass es keine Falle des Dominions ist. Bitte bleibt zurück. Das wird meine ganze Konzentration erfordern. Bleibt wachsam, ja? Mhm. Ich kann das menemnische Ei hören. Diese Wut. Vizekanonikerin, ist alles in Ordnung? Das menemnische Ei hält sie in einer Art Trance. Wir müssen sie aufwecken. Was ist mit der Vizekanonikerin geschehen? Sie sagte, das menemische Ei leide unter großen Schmerzen. Das ist sicher das Werk von Ruvita. Möge sein Kadaver zu einer leeren Hülle vertrocknen. Wir müssen die Vizekanonikerin wecken, ehe ihr das menemnische Ei den Verstand zerfetzt. Ja, und hier gibt es jetzt ein Rätsel zu lösen, was wir machen müssen, damit sie wieder freikommt sozusagen. Und zwar seht ihr jetzt hier insgesamt 9 Säulen, wo ihr draufklicken könnt. Ich vergleiche das Ganze immer gerne mit einem Telefon. Ich muss mal eben hier raustappen, damit ich hier nicht alles höre. Ich vergleiche das Ganze immer gerne mit einem Telefon.
Also quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann 7, 8, 9 unten auf der Seite. Und ja, wie das Ganze richtig geht, das habe ich schon mal auf Alpha-Würfeln hochgeladen. Und das kann ich euch jetzt auch gerne zeigen. So, und zwar, wenn wir jetzt bei den Zahlen bleiben, dann müssten wir mit der 7 anfangen. Also sprich unten links die Ecksäule. Dann die 3 drücken, also oben rechts. Dann die 9, also sprich unten rechts. Dann die 1, also oben links. Und dann die 5 in der Mitte. Ihr habt es getan. Habt ihr die Luftveränderung wahrgenommen? Hier ist irgendetwas, aber ich komme nicht darauf, was es ist. Egal. Hier ist was. Ich sehe jetzt hier gerade gar nichts. Übrigens den Halter für den Schlüsselstein, den ich mir gerade kurz angeguckt hatte. Ich glaube, den könnt ihr drücken, um das Ganze wieder zurückzusetzen. Träume gar nicht. Was? Keine Ahnung, was sie wollte. Das sind die Eier. Okay. Sprecht mit den Hist-Geschwistern. Muss ich da jetzt weiter hoch? Hist-Bruder? Wir vernahmen das Wehklagen, spürten das Zittern der Wurzeln. Aber was unser Bruder über die Fleischwandler sagt, kann nicht wahr sein. Was stimmt nicht? Die Angst unseres Bruders kriecht in alle Wurzeln. Er behauptet, die Fleischwandler würden unser Blut in Behältern aus Eisen kochen. Alles auf Geheiß einer Daedra. Wo steckt da die Wahrheit? Ruvitar kochte den Hiss-Saft. Die Dremora war seine Gefangene. Dann wird unser Bruder die Wahrheit erfahren, Fleischwandler. Irgendwo... Warte. Unsere Gedanken wenden sich gegen uns. Wer außer den Fleischwandlern hätte den Willen dazu? Ist es an der Zeit, dass das Lied von Sitis die Lehre einläutet? Sollen sie Angst verspüren und danach gar nichts mehr? Warum seid ihr so verärgert? Die Gedanken unseres Bruders brodeln wie zornige Gewitterwolken. Wir verstehen sie nicht. Er sagt, die Vizekanoniker würden sich häuten wie Wasserschlangen, um ihre wahren Absichten zu verbergen. Wo steckt da die Wahrheit? Ein Hauträuber hat sich gegen dessen Willen als Vizekanoniker Chondra ausgegeben. Dann wird unser Bruder die Wahrheit erfahren, Fleischwandler. Okay. Abgeschlachtet! Ihr Blut vergiftet den Boden. Das Werk der Dienenden oder derer, die zu weit gegangen sind. Eher legen wir unsere Sümpfe trocken, als dass sie unsere Wurzeln aus der Erde ziehen. Was macht euch so verärgert? Was macht euch so verärgert? Okay, toller Satz. Wir spüren den Zorn unseres Bruders, aber wir verstehen ihn nicht. Er meint, die dunkelelfische Vizekanonikerin hätte versucht, die Eier am Brutsumpf zu vernichten. Was soll das heißen? Vizekanonikerin Servina wollte die Eier nicht vernichten, sie wollte sie retten. Dann wird unser Bruder die Wahrheit erfahren, Fleischwandler. Was geschieht hier? Alles verschwindet langsam. Kleine, lass die Faulerinnerung. Komm zu uns und sprecht. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Was heißt hier eigentlich Faulerinnerung? Hallo? Das war eine Bekannte von mir. Fleischwandler besuchen unsere Träume selten, Kleine. Die Windungen eurer Gedanken bringen Wärme zu unseren eigenen. Bald erwachen wir, um selbst zur Gesundheit zurückzukehren. Ihr müsst gehen oder in unseren Träumen verdammt sein. Wo ist Vizekanonikerin Haitamin? Als ihr unseren Traum beflügelt habt,
erfuhren wir von ihren größeren Zielen und schickten sie jenseits des Traums. Aber euch konnten wir noch nicht dorthin schicken. Ihr habt die Wunden geheilt, die der Fleischwandler Rovita geschlagen hat, Winzling. Der Hist wird von euch träumen, von jetzt an für immer da. Was wird jetzt mit dem Hist geschehen, mit euch? In den kommenden Jahreszeiten werden wir wachsen und erblühen. Unsere Wurzeln werden sich mit den verdorrten Wurzeln unserer Brüder vereinen. So werden auch sie Heilung erfahren. Ihr habt unsere Zukunft gerichtet. Geht nun mit unserem Segen. Es hat etwas Wunderbares, ohne Ziel durch die Straßen einer Stadt zu streifen. Ja, ist gut, Basti. Gesund und munter, wie ich sehe. Ich meinerseits fühle mich ein Jahrzehnt jünger. Könnt ihr den gesunden Glanz auf meinen Schuppen sehen? Ihr habt zweifelsohne Fragen. Bitte stellt sie. Das ist das Mindeste, was ich nach eurer Hilfe tun kann. Warum bin ich auf einem Schiff? Nachdem meine Soldaten uns aus den Ruinen geholt haben, wurde ich gebeten, das menemnische Ei zum Pakt zu bringen. Daher das Schiff. Bald wird es in Schattenfen ablegen, um gen Himmelsrand zu fahren. Xut, tut euch der Kopf auch so weh? Meiner fühlt sich an wie eine überstrapazierte Trommel. Ja, und wir haben einen Fertigkeitspunkt erhalten und ein Amulett von Roben des Hist. Habt ihr gespürt, wie der Hist in euren Verstand eindrang? Solche Merkwürdigkeit in meinem Kopf. Gedanken, die nicht meine eigenen waren. Sie hören mir zu. Es ist, als wäre ich frisch geschlüpft. Und sie nennen mich Held des Paktes. Werdet ihr das Ei dem Pakt übergeben? Das ist der Plan. Das Treffen wird in Himmelsrand und nicht in Gramfeste stattfinden. Der Nordherrscher hat sein eigenes Artefakt, das er zur Versammlung mitbringen will. Es wird Zeit, Kurs in Richtung des Landes von Eis und Schnee zu setzen. Ich soll auch dahin? Natürlich. Eure Anwesenheit wird ausdrücklich erbeten. Das passiert nun einmal, wenn man Ruhm und Reichtum anhäuft. Sofern ihr nicht vorhabt, über das Wasser zu gehen, solltet ihr einen Fährmann finden. Verstanden. Ich werde den Fährmann finden. Ja, können wir... Nein, wir können hier natürlich wieder nichts mitnehmen. Es sei denn, dass wir es stehlen. Das ist natürlich nicht so toll. Und wir sind aktuell immer noch in Schattenfen, aber wir müssen hier mit dem Fährmann noch sprechen. Das machen wir noch eben. Und ich denke, da die Folge wirklich so extrem lange geworden ist, dass ich die wohl in zwei Teile auch aufteilen werde... Man schwimmt besser nicht im Sumpfwasser. Warum nehmt ihr kein Boot? Ich muss die Reise nach Himmelsrand organisieren. Ja, ja. Euer Schiff ist bereit und es ist ein richtig feines. Sehr wenig Ratten, reichlich Obst. Lasst es mich wissen, wenn ihr bereit seid, in See zu stechen. Ich bin bereit zu gehen. Gut, gut. Folgt mir bitte. Ja, und damit sind wir dann in Ostmarsch angekommen. Ah, Himmelsrand. Es ist eine Weile her, dass ich seine Bewohner und seinen Schnee gesehen habe. Was werdet ihr jetzt tun? Ich werde die Stadt betreten und einen sicheren Platz finden, um das Ei aufzubewahren. Dann werde ich die Feierlichkeiten genießen. Die Nord wissen, wie man die Kälte im Zaum hält. Das mag ich am liebsten an ihnen. Ja, und das war dann im Endeffekt auch alles. Da das jetzt doch nicht mehr ganz so lange gegangen ist, muss ich mal schauen, ob ich da tatsächlich einen Cut mache. Aber ich denke, dass ich das wohl als eine sehr, sehr lange Folge diesmal zusammenhalten werde. Und ja, deswegen mache ich eine sehr, sehr schnelle Abmoderation und sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.